Lass die pennen, Dieter, was soll denn jetzt? Dieter! Dich aus! Das ist ja richtig ein Arschloch. Was soll denn, Dieter? Steh auf, Ficker Poker! Was zu essen? Was zu essen? Er liegt da bloß rum. Erzähl nur, dass er mit dem Huf so raufhaut. Oder Rüdiger, muss der Alte mal ziehen. Ja, weißt du was? Lass die mal pennen. Wenn die kräftig ist, dann macht die besser Essen. Oh, so eine geile Idee, Junge! Oh, du bist der Gott! Der G. Ja. Yeah. So die Folge meint, dass da eine unsichtbare Wand ist, dass man sie nicht schlagen kann. Das ist keine unsichtbare Wand, ich habe oben gegen das Ding gemacht. Da ist eine unsichtbare Wand, ich habe schon probiert. Ich habe auf Feinde versucht durchzuschießen. Da sind Vögel. Warum macht man sowas? Ich schläfe, lass sie pennen. Ich habe bestimmt gesoffen. Ach halt. Wo muss ich hin? Ja. Oh, doch so weit. Da entlang. Okay. Dieter, go. Go. Oh, do it, Dieter! Das ist ziemlich geil. Was? Die Landschaft, genießt das. Ja? Mit dem Vogel, der mit dir mitfliegt. Ist das normal oder immer so? Ja, ich würde sagen, das ist scripted. Sieht zumindest immer so aus. Hallo, Dieter. Nicht schlapp machen. Der Arme. Sonst endest du so wie der die hat keine Karotten mehr. Hier entlang. Spring! Warum bist du nicht gesprungen? Skills. Soll ich da jetzt rüber? Konnte ich ja probieren. Aber wo muss ich hin? Ich muss nach dort. Also muss würde ich sagen, dass du da am Rand lang tingelst, ne? Ja. Warte hier vor. Tingle ist mal der dümmste Char überhaupt, der bei Zelda hier vorgekommen ist. Vor allem die Verwendung bei Majora's Mask ist so krass, dass du den einfach bloß die ganze Zeit vom Himmel ballerst, um dir eine Karte zu kaufen. Ja, hat er total weird. Bei Wind Waker hat er eine andere Rolle. Ja, interessantere. Da macht er dir auch Karten. Ja, aber. Nee, das war der Fisch. Was? Der Fisch macht die Karten. Bei Majora's Mask, nicht mehr. Bei Wind Waker, wenn du ihn da findest, in seinem komischen Loch da, wo er wohnt, und dann hinter ihm ins Loch, also im Knast wohnt er, ist er ja, und wenn du dann das Loch hinter dem Knast kriegst, dann sind da überall Totenschädel. Ich wette, er ist im Knast gekommen, weil er ein verdammter Mörder ist. Das ist auf jeden Fall richtig weird. Er ist ein Psycho. Guck dir bloß diese Augen an, die er immer geschlossen hat. Ja, weil er wie immer quatscht. Komische Abschlussworte. Ach, ich hasse das immer, wenn man den dann quatschen muss. Der dann seinen komischen Pedo... Alter, der Pedo-Staub verstreut. Der Typ ist so extremst Pedo. Noch nie einen Typ so Pedo gesehen in irgendeinem Game. Oh, shit. Hier ist Wasser. Ja. Aber ich dachte, das ist ein flugzeugmäßiger Titan. Shit. Boeing 747 vielleicht. So ein Flugzeug von Malaysian Airlines. So, anscheinend ist Dieter hier wieder überfordert. Puh, Dieter kommt nicht klar auf den Shit. Nee, aber hat er doch gesagt gerade, dass du den Koloss über den See findest. Den Teil habe ich nicht gelesen. Er wirft einen kolossalen Schatten auf den See. Okay, hast du nicht gelesen. Das mit dem See habe ich nicht gelesen. Okay. Das ging mir zu schnell. Also, weiß nicht, warum, aber. Vielleicht hast du dich auch einfach nicht konzentriert. Gut, so. Ist ja interessant. Hast du vielleicht ausgelotet, wo du hin willst? Nö. Nö. Ich bin einfach reingesprungen. Ich merke schon, dass es falsch war. Ja. Schwimmen dauert mir zu lange. Da weise ich dich lieber darauf hin, dass du falsch gelaufen bist. Aber jetzt bist du richtig. Ich hasse Schwimmen, das geht. Schwimmen ist in jedem Spiel scheiße. Das einzig geile Schwimmen ist mit Majora's Mask, wenn die Zora-Maske heißt. Achso, ich schon, ja. Hm? Die ist wirklich cool. Vor allem die Fähigkeit, die er hat, so bumerangmäßig seine Gliedmaßen zu feuern. Das ist total weird. Ich kenne das ja noch aus N64, das ist cool. Ich weiß aber nicht, welches vierte Volk du bekommst. Du bekommst ja eigentlich, es sind ja vier Tempel, also muss es ja bestimmt auch vier Rassen geben. Vielleicht ein Gerudo, wirst du?
Naja, ich weiß nicht. Das wäre witzig, dann weißt du. Kein Gerudo, weil Gerudo sind ja auch mehr oder weniger irgendwie menschlich. Ja, aber es sind Frauen. Du bist schon wieder falsch. Ich sehe, ich passe gar nicht mehr auf. Konzentrier dich doch mal, Williger. Also doch das Ding. Kann man tauchen? Ja. So, Tochter. Bestimmt. Ja, dachte ich mir doch. Hier ist weiter runter. Und tauchen? Ich habe irgendwie das Gefühl, tauchen ist schneller als schwimmen. Bin mir aber nicht sicher. Mehr taucht er nicht? Nee. Reicht ja. Hättest du zwar nicht mehr tauchen müssen, aber okay. Ist doch gut. Ist doch gut. Hast doch gut gemacht. Aha. Da haben wir es. Wollte gerade anberühren, ob du blind bist. Ich habe erst wirklich nicht drauf gehabt. Ja gut, du trägst deine Brille nicht. Quack. Der Rüdiger hat nämlich behinderte Scheißeaugen. Der braucht eine Brille. Quack. Und alle Brillenträger da draußen, ihr habt behinderte Scheißeaugen. Quack. Quack. Quake. Ja. Geiler Scheiß. Also jetzt müsste hier Dieter angerannt kommen, das wär's. Ja, aber das kann der ja nicht. Der Scheiß Dieter. So, komm mal raus hier. Der nächste 9-11-Kandidat. Interessant, dass du erst ein Haus runterholst und dann das Flugzeug. Wie? Ein Haus runterholst? Naja, vorhin hatten wir noch den 9-11-Koloss. Ja, du hast ihn so genannt. Naja. Wunderbar. Na, meinetwegen. Ah, der ist echt geil, ja. Ich würde ihn gerne futtern. Nicht mit mir oder nicht mit Dieter, aber mit Pfeilen zum Beispiel. Warum denn nicht mit Dieter? Das ist mein Freund. Ist lecker. Lecker Pferdefleisch. Ja, ich weiß schon, du willst nicht teilen. Gut, das geht. Nicht nur wissen. So. Ich habe ja das Gefühl, ich muss hier runter, aber ich will eigentlich gar nicht. Na, mach's nicht. Da ist er. Arschloch. Arschloch. Das ist. Der Nebel stört mich gerade ein bisschen. Ist halt hier ein bisschen neblig. Boah, sieht das geil aus, die Zähne. Kommt der jetzt und schmatzt mich weg? Ich hoffe nicht. Guten Tag. Arschloch! Ist das geil, das habe ich noch nie gesehen. Arschloch! Das habe ich ja noch nie gesehen. Weil er hat immer was Neues. Sonst ist er fast tot. Ja, stimmt, der hat einen ganz schön Fisch angenommen. Ich glaube, du hast noch kein einziges Mal getroffen. Ich glaube auch nicht. Weil der Pfeil hat eine langsame Fluggeschwindigkeit. Okay, und hast du es getroffen. Ach Mann, dass er aber x-mal pfeifen muss. Ich glaube, jetzt habe ich getroffen. Ich glaube, diesmal nicht. Ja, also einmal musst du ihn getroffen haben, weil sonst würde er nicht rumfliegen. Der ist aber auch so rumgeflogen. Boah, das mit dem Nebel stört mich gerade echt. Ja. Und Scheiß. Kann man nicht machen. Kannst ja im Wetter sagen, dass es aufhören soll, Wetter zu sein. Kann ja regnen. Fändest du Regen besser? Klar. Ich auch. Regen plätschert mal so angenehm. Soll ich denn zu dem hinkommen? Na, noch, ich kann die Idee mal gucken. Ah, weh mich doch weg, du Sack! Das ist wirklich ziemlich geil. Ja, das ist eine gute Sache. Muss mir halt bloß noch was überlegen. Ah! Das ist doch kein Wind mehr. Seine hat gefurzt. Arschloch. Sterben. Ah, das ist eben gerade getroffen. Ja. Also, Speedrun bei dem, ne? Alles mit Pfeil. Ja. Der ist auch schon ganz schön kritisch. Wahnsinn ist, wenn man weiß, dass etwas nicht klappt, es aber immer wieder tut. Ja, naja, macht Spaß. Yay! So, gucken wir uns mal ein bisschen um hier. So, da fliegt er lang. Also heißt es, ich muss. Das ist so eine Art Jump'n'Run-Passage, oder? Man könnte. Aber ich finde die Unterwassereffekte sehen ziemlich geil aus. Vor allem geil, dass du ohne dich hast du nicht. Dein ist nicht Ausdauerbalken. Dein Atem. Guck, ist nicht dein Atem. Der Ausdauerbalken ist ja. Der Atem. Ich trick's ein bisschen rum. Kann mir gar nichts hier unten. Ha! Festung Thaddäus ist jetzt uneinnehmbar.
Boah, und jetzt versuch mal zu schlafen. Ich muss jetzt erstmal probieren, irgendwo zu finden, wo ich hingehen könnte. Zum Beispiel das da. Ja. Hopp. Spring mal so aus dem Wasser raus. Ja, das wäre ziemlich krass. Wirklich. Heia! Sag mir nicht, das ist das Ding, wo ich gerade herkomme. Da kommst du gerade nicht eine. Sehr gut. Das, wo du herkommst, ist ganz, ganz weit rechts von dir. Gerade sagen. Oh, das ist natürlich gut. Schön die Frisur ruiniert. Uff, ist eh nichts mehr zu ruinieren. Hm. Bescheuert, der da steht. Was ist noch da oben? Wie sieht die andere Seite aus? Ich bin nach da oben. Wie komme ich nach da oben? Fliegen, genau. Ja, probier's. Ah. Kannst ja den Typen um Hilfe fragen. Vielleicht greift er dich. Ich habe den Fliegenknopf gesucht. Normalerweise verwandelt man sich bei R1 ja, bei R3 Super Saiyajin. Das stimmt. Klappt ja irgendwie nicht. Verstehe ich gar nicht. Scheiß Spiel. Wundert mich. Scheiß Spiel! So nennt sich Dragon Ball Z. Da hinten. Shadow of the Freezer oder was? Shadow of the Saiyas. Oder so. Saiyajin. Was ist eigentlich, wenn ich ihn jetzt bewahre? Do it. Hatte ich vor. Ich glaube, du hast ihn getroffen. Nee. Das müssen wir nicht mit Schaden. Jetzt. Jedenfalls getroffen. Aber es macht keinen Schaden. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Weil irgendwie muss er mir auch wehtun können. Ach so, jetzt fliegt er natürlich so lang, ist ja klar. Trouble. Oh, kann ich ja noch rennen hier. Ist ja nichts zu tun. Wow. Oh, ich finde die Szene so geil. Na normal. Was würdest du denn machen, wenn ein riesiger Vogel vorbeifliegt? Ich würde auch raufklettern und umbringen, genau. Nein, noch nicht umbringen. Das ist eigentlich total dumm. Erstmal ein bisschen Sackwasser aus dem Schwanz ziehen. Tja, gut. Ey, ich töte ihn wirklich nur hier? Nee. Wollte schon sagen. Ich will noch ein bisschen den Kopf zerbersten. Das Einzige, was mich hier stört, ist, dass ich nicht an ihr rumspringen kann. Doch, kann ich. Das ist... Eigentlich hättest du jetzt runterfliegen müssen, von wegen Physics. Okay, nein, ich fliege weiter nach hinten. Aber er fliegt ein bisschen was schneller eigentlich. Ah, egal. Sind sie fair. Wisst ihr was? Oh, ich würde vorsichtig sein. Nee, ich finde das witzig. Unten. Ich falle hier doch nicht runter. Kock? Kock mal! Kock mal da. Kock mal ihn da an. Oh oh. Boah, hast du Easy. Ein Schwein. Du Easy. Hast nur Schwein die ganze Runde. Das ist der Wahnsinn. Schwert habe ich gerade drin, ja. Muss ich ihn denn zacken? Na, jetzt musst du clever sein. Und was finden, wo du noch klettern kannst. Muss ich mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Bestimmt nach unten, unter ihm. Das ist cool. Das ist eine coole Idee. Da haben sich die Spielentwickler was Schönes ausgedacht. Wenn es stimmt. Wenn es nicht stimmt, finde ich es schade, dass er das nicht berücksichtigt. Ja, Mann. Los, komm. Unter ihn klettern. Möchte dich ja nicht enttäuschen. Aber da ist nichts zum Grummeln unter ihm. Finde ich schade. Das ist scheiße. Spielentwickler, blödes Kackspiel. Ja, ich verstehe den Frust.
Keine Sorge, es gibt doch genug Kolosse, mit denen du spielen kannst. Ja, okay. Runter mit dir. Verwendet. Wegen hier. Arschloch. Da wäre ein querschnittsgelähmter Vogel viel besser gerade. Ja, der würde einfach nur rumliegen. Ist der recht? Können Vögel eigentlich Down-Syndrom? Ach nee, geht gar nicht. Können Vögel Down-Syndrom? Ja. Wo ist denn hier jetzt der Fleck? Warum ist der hier nicht? Du bist so blind, ey. Hä, warum? Du kannst den Fleck gerade noch nicht sehen, aber mich wundert es, dass du das übersiehst. Da ist er, jetzt kannst du sehen. Der Flügel da hinten oder was? Ja, du hast kurz den Fleck gesehen, aber selbst das hast du übersehen anscheinend. Ich sehe da gerade gar nichts. Na, jetzt ist es wieder weg, weil du zu weit weg bist. Da. Ja, gut, jetzt sehe ich ihn. Ich habe es mir vorhin gedacht, aber ich hätte es nicht erwartet. Das ist eine coole Idee. Hör auf zu schwingen. Kann er nicht wieder gleiten? Geht doch. Wie aufs Wort. Danke. Aber Lopi. Muss ich nochmal was sagen. Achso, ich muss mir jetzt hier grabbeln. Pelz grubbeln und runter. Die! Aber der ist eigentlich ziemlich einfach, sobald man drauf ist. Der schwingt nicht so krass. Abgesehen von dem Salto, der Barrel Roll, der gerade einfach mal gemacht hat. Star Fox oder was? Lalalala. Jetzt musst du hoffen, dass er dich nicht noch abwirft. Warum? Ich kann einfach stehen. Shit! Davon habe ich gesprochen. Ich hab gehofft, das klappt besser. Vorher hat er auch das Rumgeschwoller, als funktioniert. Nee, ja, vorher hat das Rumgetroller auch sehr gut funktioniert, vor allem als du eine Stunde für den dritten Koloss gebraucht hast. Ich wollte gerade nochmal bemerken, wie geil sich die Musik gerade verändert hat. So stürmisch und jetzt so ruhig. Die Musik ist richtig dynamisch in dem Spiel. Das ist ziemlich geil. Tauchen. Ich darf mich nicht sehen. Das ist bestimmt Babys mit mir. Weil ich ein bisschen an seinem Schwanz rumgespielt habe. Ein bisschen geknabbert. Ein bisschen gestochert. Aber ich glaube, das ist der erste Koloss, den man nicht in den Kopf pieksen muss. Finde ich sehr schade. Mir hat das Kopfpieksen immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, das Problem ist, sein Knopf ist einfach mal nur ein Knochen. Ach, also, Mensch. Wo ist er denn jetzt hin? Ich würde sagen, der schwingt hier irgendwo durch den Raum. Komm. Ich will Pauli einen Cracker geben. Komm, Pauli. Boah, der kriegt mir den epileptischen Anfall. Pauli. Was ist es? Alter, du hast gerade so schnell gedreht, da war so viel Motion Blur auf dem Bild, so. Hui, Karussell, gefunden. Found ya, bitch. Found hier bin ich. Fire everything! Komm, Smaug, komm. Smaug vor allem. Ich bin Bart. Obwohl ich Bart nicht mochte. Na, da bin ich deplatziert. Ja, nein, weil ich Smaug mochte und dann Bart Smaug getötet hat, so ein Scheiß. Für alle, die es noch nicht wussten. Jetzt wisst ihr's. Leute, das Buch ist 60 Jahre alt, 70. Lernt lesen. Aber man braucht keine Spoilerwarnung bei uralten Büchern geben. Los, geh auf der. Ach, komm her. Auch jetzt. Das ist Do it. Was ist denn für Krüppel? Was ist denn für Krüppel? Kann so einen übelsten Pro-Jumps aus dem Wasser raus auf Plattform machen. Krüppel! So, gucken wir mal, wo er ist. Oh. Dreimal drehen, dann findet man. Guck, schade. Alter, das ist mir noch nie aufgefallen, aber guck dir mal die klobigen Finger an. Ist denn da nett? Nette klobige Finger. Deine Freundin würde sich freuen, wenn du solche Finger hättest. Meinst du? Klar, damit könntest du richtig gut Kuchen backen. Ja. Und richtig gut in die Keksdose greifen. Zack. Los, hier bin ich. Ich mach dich sauer. Get mad. Treffen müsste man. Ich treffe, das hast du doch. Na, dann kommt er doch gleich wieder raus. Da ist er, der Bug. Der Bug. Ach, da fliegt er lang, die Wundersignale gesehen hab. Jetzt hat er dich gerifft. Gerifft, gerovert. Na gar nicht. Na doch. Dreh jetzt bloß noch mal eine Ehrenrunde, um von hinten zu kommen, glaube ich. Ist aber blöd, wenn man die sieht. Komm doch, one-on-one hier, du Bitch. Und da ist er wieder.
Danke. All aboard. Beruf, du wolltest. Ist das ein knöchernes Mistvieh? Guck dir den Scheiß doch an. Ich mag ihn. Ja. Du bist sehr sympathisch. Ich finde deine Ausdauer ja gut. Geht's hoch da! Geht direkt! Da hast du gerade Lust, ja, ne? Aber ich dachte, das reicht schon. Bye bye! Nee, alles getimed gerade. Ja, auch noch getimed. Das war jetzt. Auch gut getimed. Das gerade oben habe ich sogar mit Absicht losgelassen, okay. Bis auf der letzte. Das war. Ich habe immer probiert, irgendwie noch ein bisschen Energie zu saven, bis er Ruhe gibt. Ach, schade. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Ja. Ich war zu lange im Bogenschießen-Mode. Muss halt bloß die Plattform wiederfinden. Das Schwimmen dauert immer ein bisschen. Also nicht schlimm. Na, dann erzähl doch mal was. Wie geht's denn so? Was ist nass? Was macht die Familie? Die ist auch nass. Ah. Was passiert, wenn ich keine Ausnahme mehr habe? Geht er einfach nach oben oder stirbt er? Ich glaube, er geht nach oben. Ist ja langweilig. Der hat keinen Spaß. Bin mir aber nicht sicher. Also vielleicht stirbt er auch, aber vielleicht ist das nicht der richtige Moment, das auszuprobieren, wenn den Koloss schon fast tot hast. Ich werde es noch gar nicht ausprobieren, weil das Zeit kostet. Ja. Bin ich ein sehr ungeduldiger Spieler. Ich bin Speedrunner hier. Quatsch. Ich bin einfach so ungeduldig. Was weiß ich. Habt ihr das auch? Tauchen und vom Tauchen hochspringen? Nein. Wäre geil. Hast du mal ausprobiert? Ja. Das, was man dann halt macht, egal wie kräftig man sich abstürzt, man schwimmt einfach bloß nach oben. Ich wundere, dass du tauchen kannst. Warum sollte ich nicht tauchen können? Wenn du eine Wampe hast! Damit kann man sehr gut tauchen. Da ist halt der nette Kleine. Ja, stimmt. Keine Ahnung. Außerdem, jede Gruppe Menschen braucht mindestens einen Fetten. Und da wir in diesem LP keinen Fetten haben, außer mir, muss ich den Platz einnehmen. Und ich bemühe mich. Heute magst du nicht noch mitspielen. Du hast recht. Und so fett bin ich gar nicht. Ich habe nicht gesagt, dass du fett bist. Im Vergleich zu Max. Ich habe niemals gesagt, dass du fett bist. Ich bin fett, im Vergleich zu dir. Ich bin nur verraten, ich habe nicht gesagt, dass du fett bist, ich habe gesagt, dass du Wampe. Und du nicht. Du bist sexy. Und ich bin sexier. Bei mir ist mehr drin. Ich glaube, das ist nicht dieselbe Plattform. Das sieht aus wie ein Männchen. Findest du? Arme. Frisur. Das ist der Kopf. Frisur. Das ist der. Dick dir das mal weg. Das sieht ja aus wie ein Männchen. Ja, wie der, cool. Wie der eine Koloss, den du schon bekämpft hast, die Giraffe da. Quatsch, du hast keine Fantasie. Ach klar. Ja, aus dem Kopf. Wo soll denn jetzt hin? Also du bist jetzt auf jeden Fall woanders als vorhin. Ich weiß nicht, ob es hier auch klappt. Klar, der ist hier gerade lang geflogen. Ich habe aber das Gefühl, dass der eher ganz woanders gerade rumfliegt. Und dann kommt er gleich wieder. Ich höre ihn flattern. Ich auch. Siehst du? Ja. Gleich mit dem ersten. Und dann ins Wasser. Ich hoffe, das triggert trotzdem. Aber gleich sehen. Sieht ja gut aus. Ne? Hat er keiner gerufft. Den mocht er nicht. Jetzt kommt er. Ne? Ne? Ich weiß nicht, ob das. Ich aber auf jeden Fall erwischt. Ich glaube, das macht er auf dieser Plattform überhaupt nicht. Bin mir aber nicht sicher. Kann doch. Ja, doch, perfekt. Bei ihm. Also ein bisschen Schiss kriege ich immer schon, wenn er kommt, ne? Ich glaube, der ruppt mich mit einmal um, bin tot. Don't. Weiß ich aber nicht. Ich würde es auch gar nicht erst testen. Ich geh mal ein Stück weiter hoch, Junge. Krabbel. Krabbel. So, jetzt sehe ich mal was. Ja. Jetzt loslassen wir, glaube ich, ein bisschen doof. Jetzt ist es okay. Lalalala. Du konntest jetzt aber merken, welcher Flügel das ist. Klar, warum nicht? Was ist los? Das war richtig, richtig, richtig dämlich. Ja, irgendwie. Ungeduldig. Naja, wenn der schon fast tot ist und eigentlich so übersimpel, hätte ich nicht erwartet, dass der so simpel ist. Naja, da bist du schon zweimal runtergefallen, also 25 Minuten sind wir schon drin. Darfst aber auch nicht vergessen, dass ich noch nicht einmal Schaden genommen habe von dem. Das obwohl richtig. Das Runterplatschen ins Wasser eigentlich sehr schmerzhaft sein sollte. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, der kann dir nicht mehr Schaden machen, außer du lässt ihn dich packen, so wenn du auf dieser Plattform stehst. Geht also echt, dass er ihn packt? Ich weiß nicht ganz genau, was passiert. Ich hab mich noch nie erwischen lassen. Beim ersten Mal habe ich auch schon gerafft, dass ich da entweder ausweichen oder raufspringen sollte.
Hast du das so beim ersten Mal gemacht? Bist du ausgewichen? Ja, einfach direkt ins Wasser gelaufen. Ich bin gesprungen, das war viel cooler. Ja, aber du hattest ja auch ein bisschen weniger Zeit als ich. Ich habe ein bisschen früher reagiert. Du hast es ja wirklich abgepasst bis zur letzten Sekunde. Ja, jetzt bist du wieder bei der richtigen Plattform. Da, wo wir am Anfang waren. Wir müssen ja hier ein bisschen entertainen, ne? Deswegen war das so knapp. Richtige Plattform sage ich nur, weil das die ist, wo ich den auch als erstes gemacht hatte. Weil das direkt da ist, wo er sich da hinsetzt. Da oben ist sein Dödel, wo er drauf sitzt. Er setzt sich da hin? Der hat da gesessen, bevor du den ersten Pfeil angeschossen hast. Und ich bin tatsächlich erst hier hingeschoben und hab ihn dann das erste Mal geweckt. So. Warum? Weil es cool aussah, wie der da gesessen hat. Ich wollte näher ran. So, jetzt dürfte er mich eigentlich schon bemerkt haben. Ja. Genau. Brava. Brava, Pauli. Pauli. Das ist jetzt Pauli, ja? Ja. Klar, Pauli wird Cracker. Und ich weiß, wir haben die ersten drei nicht benannt, das ist schade. Doch, wir haben den dritten benannt, Joachim. Nein, den vierten haben wir nicht benannt. Egal. Giselher? Das ist Giselher gewesen. So, gleich der mal vierte? Und wer waren 1 und 2? Weiß ich doch nicht. Denk du dir mal was aus? Nö. Ich töte hier nur. Du machst die guten Namen. Das sind keine guten Namen. Na klar sind die guten Namen. Joachim ist ein stolzer Name. Und wie hieß er hier? Das ist Pauli. Pauli. Mann, alle Vögel, alle Dings heißen Pauli. Kennst du das nicht? Pauli will ein Cracker? Pauli. Nein, Pauli. Nee, die sagen Pauli. Oh Gott, denkst du ernsthaft, das heißt Pauli will ein Cracker? Ja. Tut mir leid. In der deutschen Übersetzung heißt es immer Pauli. Okay, dann fällt das nicht fest? Ja, schlechte Übersetzung. Sogar Nirvana am Song, der heißt Polly. Warum? Na, Polly wants a cracker, also bezogen auf Crack. Auf eine Cracknutte. Wie Polly heißt? Ja. Ernsthaft? Ich wollte gerade wirklich. Nein. Oh nein. Alter, was machst du denn? Warum? Winterhall, ne? Du machst mich fertig. Oh, du machst mich fertig. Das ist so schön. Ich habe mich gewundert, wo der Punkt hin ist, aber dann ist mir auch gewundert, dass ich das Schwert nicht in der Hand hatte. Mhm. Muss ihn jetzt hin, bestimmt da lang wieder. Jo. Na ja, wenn man ungeduldig wird, ne? Da bin ich Experte drin. Wenn man ungeduldig werden. Polly Pockets Playhouse. Aber so kann man die ganze Stunde nutzen, um einen Schluck trinken. Ja. Ah, ist das schön. Das Leben. Das wahre Leben. Rumsitzen, nichts tun. Zocken, trinken. Masturbieren. Eistee, masturbieren, also das machen wir jetzt nicht zusammen. Er macht das alleine. Ich guck gerne zu. Irgendwann muss man es ja machen. Ja. Zu Hause gibt es ja nichts Schönes. Was meinst du? Wir haben hier richtig schön, Vorsicht, geklaut leider, ein Masturbierchen. Geklaut. Der ist leider geklaut, ja. Es ist sehr schade, dass es mir nicht selbst eingefallen ist. Two Broke Girls. Eigentlich, also finde ich, eine sehr witzige Sitcom, weil die eine, die ist immer richtig gemein und die andere sag dazu ist eine Bitch. Die andere ist... ich sag dazu nicht. Die ist echt cool. Finde ich echt scharf. Und die machen auch gerne Witze, weil die eine ganz kleine Brüste hat und die andere Riesentitten. Das finde ich auch sehr amüsant. Ich mag beides. Ja, ist nichts Verwerfliches dran. Sogar was ziemlich Gutes da dran, was sehr Natürliches daran. So, komm mal her. Pauli, er ist trotzdem Pauli. Ja, ja, ist in Ordnung. Er schießt da nicht durch. Das, ja, weil der Pfeil wird verzieht. Vom Fahnenkreuz her. Wo ist er denn? Da ist er. Ups, das war dämlich. Ein Glück hast du keine begrenzten Pfeile. Es würde aber auch gar keinen Sinn machen, bei dem Spiel die Pfeile zu begrenzen. Komm doch! Hier, komm mal her! Ja, was willst du machen? Na, Pauli, Alfred, ich streiche dich gleich ganz zärtlich mit meinem Schwert. Mit meinem Schwert. Das klingt auf vielen Ebenen falsch. Bin jetzt ganz vorsichtig hier. Erstmal aufwechseln. Mit dem Schwert?
Aber das ist gar kein richtiger Superheld, ne? Das ist gar nicht möglich. Er macht gar keine coolen Sprüche, wenn er irgendwas abmoxt. Naja, also ich bin ja dafür, bei der Shadow of the Colossus-Verfilmung sollte Arnold Schwarzenegger den Hauptcharakter spielen. Der ist viel zu alt dafür. Nee, perfekt. Außerdem hat er die besten One-Liner in der Filmgeschichte. Das stimmt. Wenn man einen Typen mit der Rakete losschießt und sagt, du bist gefeuert. Oh Mann, hör auf zu fliegen, Junge. Was soll denn das? Aufladen hier? Ja, und du bist gleich unten. Was? Du fliegst. Ja, aber ich hab's eigentlich gar nicht gesehen irgendwie. Ich hab's dir gesagt. Ja, dann! Nee. Dann konnte ich mich auch nicht mehr festhalten. Es ist spät. Ich dachte, du kriegst es doch nicht, Mann. Du musst doch drauf achten. Nö. Ich muss ja meinen Dings recovern. Nächstes Mal, also ich bin jetzt Co-Pilot, ich sag dir nächstes Mal, wenn du rutschst. Wenn Nägel ich rutsche. Pauli sollte das sagen. Das ist immerhin der Flieger. Da hast du recht. Was soll denn das? Ich hab nicht mal gesagt, weil es Turbulenzen gibt. Der gute alte Pauli. Ja, zumindest auch mal gerade bei Arnold Schwarzenegger. Das ist sehr interessant, wenn der sich da ein Loch verkriecht, der andere dann da reinkommt. Dann kommt er auf der anderen Seite raus mit einer dicken MG. So, jetzt müssen wir bloß mal überlegen, was er dann sagt. Ja, ich wollte gerade mal irgendwas sagen, aber mir ist nichts eingefallen. Ja, das ist bestimmt schwierig, da so einen richtig coolen Dinger zu hauen. Überlegen. Der guckt halt in eine Röhre, also guckt in das Loch. Du musst dann irgendwas sagen, was cool ist, und dann musst du abmoxen. Peekaboo. Okay, verstehst du nicht. Nein. Das ist dieses Spiel, mit was man mit Kindern spielt, wenn man sich die Augen zuhört, und dann macht man auf und sagt Peekaboo. Dann erschrecken sich die Kinder, weil sie nicht raffen, dass du noch da bist, wenn du ihr das Gesicht zuhältst. Wirklich? So heißt das? Ja, Babys. Babys wissen nicht, dass du noch da bist, wenn sie dich nicht mehr sehen. Jetzt sind die für so dumm, ja. Babys haben noch nicht das Gefühl, dass der den Sinn der Objektpermanenz. Das ist erwiesen. Kannst du gerne nachgucken. Okay. Babys wissen nicht, dass du noch da bist, wenn sie dich nicht mehr sehen. Das kann ich widerlegen. Also, jein, weiß ich nicht. Babys, sehr viele Babys, die erschrecken sich, wenn du dann wieder auftauchst hinter deiner Hand oder vor dem. Wir haben ja Freunde, die auch schon ein Kind haben. Und bei der habe ich das früher auch gemacht. Also, wie bei Ice Age, wo ist das Baby? Da ist es ja. So habe ich das gemacht. Ja, das. Und die hat die das zu mir gemacht. Und ich war der Einzige, der das immer mit ihr gemacht hat. Das fand ich sehr witzig, interessant. Hast schon Einfluss gehabt. Vor allem, dass sie gerafft hat, dass ich da war. Ja, das ist wirklich interessant. Ist auch immer witzig. Sie hat sich bei dir als gleichgesinnt gefühlt. Wahrscheinlich. Sie sieht euch vom Alter her ja sehr, sehr ähnlich. Auch vor der Größe. Ja, das stimmt. Kennst du eigentlich den guten Witz? Ich habe einen Pimmel wie ein Baby? Nein. Kannst du beim nächsten Mal sagen, ich habe einen Pimmel wie ein Baby. 30 cm groß und 50 Kilo schwer. Nee, warte mal, 5 Kilo schwer. Ich glaub, 50 wäre ein bisschen heftiges Baby. Ich habe gerade überlegt, was das für ein Vieh sein soll. So ein übelster aufgequollener Strunk oder wie? So ungefähr. So, jetzt habe ich einen Pauli. So, Pauli weiß wieder, dass ich da bin, er sagt da mich ein. Das ist ein braver Pauli. Pauli, Junge, was soll denn der Scheiß? Geht doch. Naja. Ui! Wow, der war ein Trick. Das war das erste Mal, dass ich getroffen wurde. Gut, so viel dazu. Also er kann treffen und Schaden machen. Ja, ordentlichen. Naja, geht. Habe ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Ich dachte so, One-Hit tot. Das hätte es auf jeden Fall witziger gemacht, weil er so einfach ist. Ach komm, nochmal. Weißt du, ich find's schön, wie du sagst, dass er so einfach ist, aber grundsätzlich total verkackt. Ist doch einfach. Ja. Ich wusste gerade. Er hat geschrien, da habe ich mich gerade in Sicherheit gebracht. War ein notwendiges Opfer. Denn der Sack. Hier bin ich. Hey du Affe. Affenwohl! Warum versuchst du eigentlich mal durch die Rille zu schießen, wenn er da schon längst nicht mehr ist? Probier's einfach. Ja, du hast irgendwie mal richtig Delay bei den Orten, wo du hinzielst. Wenn er nah dran ist, triffst du ja. Jetzt kommt er. Boah, jetzt muss ich mal wieder aufladen. Wie keuchst du denn? Ey, einfach ein bisschen früher springen, dann geht das schon. So, krabbel hoch.
Wie viele Mal bin ich jetzt auf Pauli? Weiß ich nicht. 6. Schon eine Menge. Ja. Ich hab mir jetzt Schwert. Gönn dir. Flieg mal gerade, Junge. Ja, kannst du nicht von ihm verlangen. Klar kann ich. Siehst du, dass ich es verlangen kann? Bleib mal ein bisschen geduldiger. Zack. Ja, jetzt einfach hier bleiben. Wunderbar. So ein Vogel kann der. Und das Ding ist alle. Zack, ich hab's nicht gerafft. Das Ding ist nicht alle. Guck, das leuchtet mal. Okay, wie du meinst. Olli, lass den Scheiß. Siehst du? Hat keinen Schaden gemacht. Okay, dafür habe ich jetzt ein großes Problem. Jo. Ne, perfekt, aufstehen. Und rüber. Nice. Easy. Aber wir wissen natürlich direkt, wo das nächste ist. Das ist auch ziemlich offensichtlich. Ja, am Schweif. Den hast du ja schon gemacht. Oh, ah, ah. Ah ja, wenn ich losgehen will. Dann schmörgelt er hier noch ein bisschen rum. Ja, da musst du wieder auf eine richtige Gleitphase warten. Kann ich wahrscheinlich aber nicht. Doch. Doch, jetzt rüber. Ja, los. Das war. Er läuft nicht mehr, warum läuft er nicht mehr? Weil Kumpel Schieflage. Was? Na, Schieflage. Der hat gerade vertikal. So war der. Da kannst du nicht mehr hochlaufen. Ah! Oh, da kam eine ganze Menge raus. Ja, das vernebelt richtig den Bildschirm. Ja, mach weg den Mist. Stinkt, Junge. Oh, mach noch zu. Zieh ruhig mal waschen können, wenn du Gäste empfängst. Ich glaube, der hat nicht ganz damit gerechnet, dass er aufgespießt wird heute. Jaja. Wer rechnet schon damit? Ja, Mathematiker. Girls. Naja, Bitches wohl, ja. Ja, gut. Normale Girls nicht. So, jetzt. Normale Mädchen haben keinen Sex. Oh, Hähnchen süß-sauer. Oh, lecker. Titan süß-sauer. Jetzt haben wir einen Kebab und Hähnchen süß-sauer. Mal gucken, was wir noch so kriegen. Ein Auflauf und eine Lasagne gibt es bestimmt auch noch. Masern wahrscheinlich. Masern vielleicht auch. Das ist ein sehr leckeres Essen. Sollte man machen. Hm? Ein Menschen, der an Masern erkrankt ist, hacken und essen. Masern in Aspik. Oh, bleiben die Tentacle Pawns. Tentacle Pawns. Los, Tentacle. Jetzt? Ja, nichts mit Tentacles. Die sind da hinten. Sehen voll cool aus, die Dinger. Zack, aufgespießt. Das ist voll geil. Sie suchen sich jede Körperöffnung. Was ich mich frage ist, ob der schwarze Dampf, der aus denen rauskommt, dasselbe ist, wird später diese Tentacles sind. Die sind ja auch irgendwie schwarz mit weißem Rand. Wissen wir nicht. Kann man nicht wissen.